Kürzer würde ich nicht machen. Nee. Sie müssen aufpassen bei mir. Kommt es auf jedes Haar an. Haben wir uns das letzte Mal über das Wetter unterhalten oder über die Malediven? Über das Wetter. Auf den Malediven war ich noch nicht, aber Wetter ist ja überall. Ich hoffe, die Frau ist nicht tot. Die macht ein Nickerchen, das macht sie immer unter der Haube. Aber auf Mallorca waren sie schon mal. Wird sie sehr nerven, wenn ich mit was Juristischem käme? Nee, überhaupt nicht. Ich will keinen Rat schnauen, ich will bezahlen, ich will ihre Mandantin werden. Sie haben mir eine Ehre. Ich habe ein Ermittlungsverfahren am Hals. Wegen Körperverletzung. Wissen Sie, was das ist, Körperverletzung? Wenn man jemanden blutig haut. Scheckbetrug hätte ich Ihnen zugetraut. Steuerhinterziehung, Fahrerflucht, Heiratsschwindel. Aber Körperverletzung? Was war das für eine Person, der Sie an den Kragen gegangen sind? Was Mann oder Frau? Zwei Männer. Ach, zwei Stück bloß? Ich dachte, es wären Einbrecher. Waren es aber nicht? Nee. Sondern? Also, die waren da drin. Ist verzwickt. Kann ich mal in Ihre Kanzlei kommen? Kennen Sie das Wort Gewerbeaufsicht? Das kenne ich sehr gut. Und Sie wissen auch, was das bedeutet. Auch das. Ich akzeptiere das. Gewerbeaufsicht muss sein. So was gibt es bei uns in Portugal auch. Das ist vernünftig. Aber was die hier mit mir machen, das ist nicht vernünftig, sondern Schikane und Mafia. Ich bin ein Mitglied der Europäischen Union und kein Schwarzer vom Kongo. Mit dem darf man machen, was man will? Habe ich nur so gesagt, ne? Sehen Sie, ich habe einen kleinen Laden hier für portugiesische Lebensmittel und einen kleinen Imbiss. Schwer genug davon zu existieren, Sie können mir glauben. Aber dauernd kommen zwei Männer von dieser Behörde und quälen mich und meine Familie bis auf die Eier. Bis aufs Blut? Nee. Und wie? Naja, die zeigen mir jede Woche neue Vorschriften und ich darf nicht sagen, mach, dass du rauskommst oder ich scheiße auf deine Vorschrift. Nein, das dürfen Sie nicht. Bitte. Ja, und ich muss immer wieder umbauen und wegwerfen und wegschmeißen und verbessern. Vaya cocina, por favor. Hat schon Tausende gekostet, D-Mark. Und nicht Kudos. Aber es genügt Ihnen alles nicht. Die finden immer neue Vorschriften. Haben Sie sich schon mal schriftlich beschwert? Machen Sie nicht. Das ist mein absoluter Ernst. Ja, weil Sie nicht wissen, was dann mit mir geschieht. Ja, was geschieht denn dann? Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Ich übertreibe nicht. Vor ein paar Tagen waren die beiden wieder da. Und wissen Sie, was ich diesmal gemacht habe? Ich habe Geld gegeben. Sie haben nichts verlangt. Ich habe es angeboten. Sie wissen, dass Sie dafür bestraft werden können. Das nennt man Bestechung. Natürlich weiß ich's. Aber es hat geholfen. Mein Auto ist weg. Haben Sie zufällig gesehen, wie hier jemand in Fiat Panda weggefahren ist? Panda? Das sind doch die niedlichen kleinen Bären. Aber was ist Fiat? Er ist weg. Weg! Was muss das für ein armer Mensch sein, der so eine Kiste klaut? Hast du auch richtig nachgesehen? Ein Auto ist doch keine Büroklammer, die mal in der Ritze runterrutscht. Ja, aber du bist doch so schusselig. Vielleicht bist du heute mit der U-Bahn gekommen. Nein, bin ich nicht. Sag mir lieber, was ich jetzt machen soll. Hat sich unsere Nummer geändert? Ich habe schon ein paar Mal versucht anzurufen. Mein Auto ist geklaut. Direkt vor der Haustür. Welcher Irre klaut denn so eine Schuhschachtel? Das ist doch pervers. Also wenn man schon klauen muss, dann wenigstens Porsche oder Mercedes, oder? Habe ich nicht recht? Melden Sie den Diebstahl schleunigst Polizei und Versicherung. Wenn Sie damit fertig sind, suchen Sie mir diese Akten bitte raus und die sortieren Sie ein. Hast du schon mal so was Herzloses erlebt? Am Nachmittag komme ich nach Hause, da ist die Wohnungstür nur angelehnt. Das fand ich schon mal merkwürdig.
Da bin ich rein und habe mich neben der Tür in so einer Nische versteckt. Da ist ein Vorhang, da steht mein Bein. War was zu hören? Oh, mein Herz hat so laut geklopft, dass ich es gehört habe. Kennen Sie das, wenn die Ohren vor Angst so rauschen, dass man denkt, es regnet? Nee, aber ich kann es mir vorstellen. Also ich habe durch den Spalt geguckt und da habe ich gesehen, wie ein Mann aus meinem Zimmer kommt. So ein primitiver Typ. Zu allem entschlossener Kerl. Zum Glück war er nicht sehr groß. Jedenfalls kommt er vor an meine Flurgarderobe, macht sich daran zu schaffen. War wenig von mir entfernt, steht mit dem Rücken zu mir. Und da bin ich rausgesprungen und hab ihn mit der Flasche über den Kopf gehauen. Bravo. Ja, er fiel gleich um, es war wie im Kino. Ich dachte, es war alles. Aber da gab es ja noch den anderen. Ja. Ich will ins Zimmer gehen, um die Polizei zu rufen, da höre ich die Klospülung. Da bin ich gleich wieder hinter meinen Vorhang, hab mich da versteckt und hab dann gewartet, bis der Komplize da aus der Toilette kam und sich dann wirklich über den anderen beugte. Hatten Sie die Flasche noch in der Hand? Ja. Ich hab's dann genauso gemacht und es klappte genauso gut. Na ja, wir hatten ja auch schon Übung. Dann habe ich die Polizei gerufen. Und wissen Sie, was ich gemacht habe, bis die Polizei kam? Nee. Ich habe die beiden mit so einem Klebeband an Händen und Füßen zusammengeklebt. Kennen Sie das? Ja, ist einfach vorbildlich. Sind die Männer vor dem Eintreffen der Polizei noch aufgewacht? Ja, der eine. Aber der hat dann so ein komisches Zeug geredet, als wenn er betrunken wäre. Aber dann kam endlich die Polizei. Ja. Beide hatten eine Gehirnerschütterung, Platzwunden und eine Beule. Der eine hat ein bisschen mehr abgekriegt als der andere. Ich weiß auch nicht, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so zugedroschen. Hat die Polizei Ihnen gratuliert oder Sie belobigt? Ja, zuerst ging es ganz locker zu. Ich musste zum Revier ein Protokoll aufnehmen und die beiden wurden zur ersten Hilfe gefahren. Und dann hat man mir mitgeteilt, dass der eine ein Gerichtsvollzieher und der andere ein Zeuge war. Verstehe. Aber ein Gerichtsvollzieher? Oh. Meldet der sich nicht vorher an? Haben Sie keine Nachricht gekriegt? Nein, weil er doch gar nicht bei mir fänden wollte, sondern bei einem Herrn Graditz. Der hat bis vor einem Monat in der Wohnung gewohnt. Also eine einfache, leicht nachweisbare Verwechslung. Blöderweise hängt da noch das Namensschild von dem Herrn Graditz. Das habe ich nicht weggemacht, weil dahinter ein Kuckloch ist. Ach, da sehen Sie mal, wie die Zusammenhänge manchmal sind, ne? Da hat irgendwann mal ein Voyeur so ein kleines Kuckloch gebohrt, davor hat einer sein Namensschild geschraubt und letzten Endes haben Sie deswegen beinahe zwei Männer totgeschlagen, ne? So sieht's aus. Was ist? Sie haben vergessen, mir zu sagen, wie viel Geld Sie diesen Männern gegeben haben. 500 Mark. Als einmalige Zahlung oder wurde so etwas wie Regelmäßigkeit in Aussicht gestellt? Die haben das Geld eingesteckt und zu Abschied gesagt, in einem Monat sehen wir uns wieder. Die Frage ist, ob ich jetzt jeden Monat 500 Mark geben muss. Wie ein blöder Chinese oder ein Italiener. Das werden Sie natürlich nicht tun. Meine Frau sagt, ich soll. Sie sagt, sollen Sie kommen, sollte ich zahlen und Mund halten. Das ist das Beste. Sie ist deutsch. Oh, danke. Ich muss noch drüber nachdenken, was die beste Vorgehensweise ist. Das weiß ich auch nicht. Zuerst muss ich rauskriegen, wie die Leute heißen. Das kommt vor allem anderen. Das kann ich Ihnen sagen. Die haben sich vorgestellt? Nein, nicht vorgestellt. Aber die haben mir 100 Briefe geschrieben, wegen Mangel und Strafe. Hier. Die Fußbodenfliesen waren stellenweise nicht abschließend zur Rückwand verlegt. Es befand sich im linken Eingangsbereich eine Spalte von circa 2 cm Breite und circa 2 Meter Länge. Da habe ich den Fliesenleger geholt und für viel Geld machen lassen. Oder hier ist sie. Hier. Der Fischverkaufsstand war nicht allseitig bis den offenen oberen Teil der Verkaufsseite von festen Wänden bis zur Decke hingeschlossen. Verstehen Sie das? Soll ich die Sardinen einmauern? Sie wollten mir sagen, wie die beiden heißen.
Herr Mohr und Herr Zanker. Guten Tag. Mein Name ist Liebling. Das ist erst einmal für Sie, weil ich Sie von der Arbeit abhalte. Ich hätte gern den Herrn Siemsen gesprochen. Privat oder beruflich? Eher beruflich. Da müssen Sie ein andermal kommen. Er ist krankgeschrieben. Entschuldigung, ich hätte auch privat sagen können. Es ist ein Grenzfall. Worum geht's denn? Oh, das ist eine längere, komplizierte Geschichte. Da müssen Sie zwei Stühle rausbringen. Wollen Sie irgendwas gepfändet haben? Um Gottes Willen, nein. Ja, wird es ihn aufregen? Nicht die Spur. Ich komme als Friedensengel. Er darf sich nämlich nicht aufregen. Danke. Der Herr heißt Liebling. Er möchte dich in einer eher nicht dienstlichen Angelegenheit sprechen. Ist das in Ordnung? Sowas weiß man erst hinterher. Schön haben Sie es hier. Ja. Um sich sowas zulegen zu können, braucht man ein grünes Händchen. Ja. Ist die Schädelverletzung bei Ihnen inzwischen genau diagnostiziert? Was wissen Sie denn davon? Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Anja Clemens. Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Ich bin gekommen, Sie zu überzeugen, dass Ihr Strafantrag zu nichts führt. Er mag verständlich sein, aber Sie kommen damit nicht durch. Ersparen Sie Frau Clemens unnötigen Ärger und sich selbst Abfuhr. Ziehen Sie den Strafantrag zurück. Ich sagte, ich möchte nicht mit Ihnen reden. Haben Sie mal versucht, sich in die Lage Ihrer Gegnerin zu versetzen? Eine alleinstehende Frau. Sie kommt nach Hause und findet zwei fremde Männer in ihrer Wohnung. Hätte sie die nach ihrem Personalausweis fragen sollen? Sie stören mich beim Essen und bei meinem Heilungsprozess. Arschloch! Aber das stört Sie nicht, dass der den ganzen Tag Arschloch sagt? Na, ich höre das erst, seitdem Sie hier sind. Der ganze Ärger hätte vermieden werden können, wenn Sie ein bisschen sorgfältiger vorgegangen wären. Julia! Würden Sie, wenn fremde Leute in Ihre Wohnung eindringen, nicht auch Gefahr wittern? Ja. Herr Liebling möchte gehen. Das ist ein Missverständnis. Ich würde gerne noch ein bisschen bleiben, wenn ich darf. Herr Dörr, ich verziehe, ich habe Kopfschmerzen. Bitte. Es ist nicht klug, wie Ihr Mann sich verhält. Ich weiß ja nicht, worum es geht, aber das müssen Sie ihm schon überlassen. Der will sich außer der Beule am Hinterkopf auch noch eine blutige Nase holen. Wer soll ihn daran hindern, wenn nicht Sie? Muss doch auch mal geölt werden. Paula schon weg? Mhm. Und Sie? Grauen Sie sich vor dem Feierabend? Ich muss noch was aufarbeiten. Ich hab's der Versicherung gemeldet. Was? Da wissen Sie nicht mehr mein Auto. Ach ja, richtig. Die haben mir gesagt, es kann noch eine Weile dauern. Sie müssen erst den Polizeibericht abwarten. Haben Sie vor, einen Ersatzwagen zu mieten? Oder haben Sie ihn gar verlangt? Mm-mm. Was sollten Sie tun? Darf ich das denn? Weiß ich nicht. Sehen Sie in Ihrer Police nach, da steht's drin. Das würde ich ja gerne. Aber? Ich kann sie nicht finden. Dazu mache ich jetzt keine einzige Bemerkung. Oh, das ist aber nett. Wenn Sie einen Ersatzwagen fordern, dann wird sich die Versicherung beeilen. Wenn nicht, dann können die sich mit der Schadensregulierung ewig Zeit lassen. Und in der Regel tun die das auch. Na gut, ich suche noch mal alle durch. Wenn Sie wollen, kann ich Sie nach Hause fahren. Es dauert aber noch ein paar Minuten. Gerne. Ach, was hat Ihnen die Polizei eigentlich gesagt? Die habe ich überhaupt noch nicht angerufen. Oh, war ja. Ich mache das jetzt auf der Stelle. Ich rufe auf der Stelle die Polizei an. Das ist mir jetzt aber ein bisschen peinlich. Schmeckt? Nee. Aber ich hatte sowieso nichts mehr zu Hause. Ich finde das ja nicht so schlecht. Sie haben mir immer noch nicht verraten, was die Polizei Ihnen gesagt hat. Stimmt das nicht? Ich habe keine besonders erfreuliche Auskunft. Wie bitte? Nur keine besonders erfreuliche Auskunft. Inwiefern? Die haben mir gesagt, das Auto ist abgeschleppt worden und steht jetzt irgendwo am Görlitzer Bahnhof. Es ist gar nicht gestohlen worden. Was soll in einem temporären Halteverbot gestanden haben? Und das nennen Sie eine unerfreuliche Auskunft? Na, wie soll ich denn da drauf kommen? Ich parke da seit Jahren. Und plötzlich mitten am Dienstag ist da Halteverbot.
Ist sowas überhaupt gesetzlich? Senta? Ja? Geben Sie zu, dass Sie eine Katastrophe sind? Ja, stimmt. Irgendwie bin ich schlimm. Verzeihung, wo finde ich hier Herrn Gotthold Pankau? Bleibt Feierabend. So einen frühen Feierabend möchte ich auch mal haben. Wir haben gleitende Arbeitszeit, mein Herr. Ach, der kommt später und geht dafür früher. Reden Sie nicht so ein Zeug. Sie haben Glück, dass da hinten ist er. Ah, danke. Herr Pankau? Und es ist gut, dass ich Sie noch erwische. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Anja Clemens. Clemens? Woher kenne ich den Namen? Das ist die hübsche junge Dame, die Ihnen das dazugefügt hat. Deren Anwalt sind Sie? Jawohl. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen die Erinnerung an den Vorfall nicht besonders angenehm ist. Sie werden lachen. Ich habe die Frau nie gesehen. Sie ist hübsch, sagen Sie? Sie ist unter den Frauen hübscher als ich unter den Männern. Ich habe sie mir als einen weiblichen Gorilla vorgestellt. Nein, nein. Eher Schimpanse. Blond, Friseuse. Dann soll ich Ihnen was sagen? Ich hätte es an Ihrer Stelle genauso gemacht. Dann sage ich Ihnen auch was. Das finde ich sympathisch von Ihnen. Nehmen Sie mir die Übel. Ich habe Feierabend. Ich muss erst mal hier raus. Hat diese Frau Clemens was auf dem Kerbholz? Wie kommen Sie darauf? Wozu brauchst du sie? Wissen Sie nicht, dass Gerichtsvollzieher Siemsen die Frau angezeigt hat? Wegen Körperverletzung? Er hat es mir angekündigt. Wir haben im Krankenhaus 2 Tage im selben Zimmer gelegen. Ich habe ihm abgeraten. Ich habe ihm gesagt, die Frau musste doch völlig außer sich sein. Wundert mich ein bisschen, dass er es dennoch getan hat. Hat sie als Zeugen benannt? Die Frau Clemens wäre auf ihn losgegangen und bumm. Obwohl er ihr gerade erklären wollte, dass er in dienstlichem Auftrag handelt. Das soll ich bezeugen? Ja. Absoluter Quatsch. Wie war es denn wirklich? Woher soll ich das wissen? Als ich dazu kam, ich war nämlich gerade auf dem Klo, lag er schon da und konnte nichts mehr erklären. Weder ihr noch mir. War übrigens meine eigene Blödheit, mich über ihn zu beugen. So habe ich der Frau erst die Möglichkeit gegeben, sich nochmal zu irren. Wie sind Sie denn zu der Sache gestoßen? Gehen Sie öfter mit Siemsen fänden? Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich habe ihn an dem Tag zum ersten Mal gesehen. Wie geht das denn? Liebe auf den ersten Blick? Sehr komisch. Mir wurde erklärt, dass ein Gerichtsvollzieher bei einer zwangsweisen Wohnungsöffnung entweder 2 Zeugen braucht oder einen sogenannten Gemeindebeamten. Das ist ja ein Ding. Ich bin 30 Jahre in dem Beruf, glauben Sie das? Ich wusste das gar nicht. Sehen Sie, jedenfalls bin ich Gemeindebeamter. Siemsen hat an dem Tag hier in der Verwaltung zu tun und hat mich gefragt, ob ich ihn nicht begleiten könnte. Und weil ich überall lieber bin als in diesem Haus, war ich einverstanden. Ach so, war das. Ich muss nicht ausdrücklich im Namen meiner Mandantin erklären, dass es ihr leid tut und dass der Hieb mit der Flasche nicht gegen Sie persönlich geführt worden ist. Eigentlich überhaupt nicht gegen Sie. Falls noch was ist, Sie wissen ja jetzt, wie Sie mich erhalten. Tschüss! Man stellt sich ja auch nicht zu zweit in Anna-Leuts Wohnung, ihr Arschgeigen. Verzeihen Sie, ich habe eine Frage. Sie sehen doch, wir sind beschäftigt. Natürlich. Verzeihung. Ja, danke. Entschuldigung, ich suche die Kollegen... Moment. Ah, ja. Entschuldigung, ich suche die Kollegen Mohr und Zanker. Die arbeiten doch hier. Das ist richtig. Und wären Sie auch so freundlich, mir die Kollegen zu zeigen? Hat jemand Mohrchen oder Zanke gesehen? Sind beide im Außendienst. Sie haben es gehört. Mhm. Und wissen Sie zufällig auch, in welcher Gegend heute? Nein. Man könnte es aber mit einiger Mühe rauskriegen. Wozu müssen Sie das denn wissen? Wozu muss er das denn wissen? Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie hier eigentlich? Ich bin staatlich geprüfter Hobbyforscher und untersuche das Freizeitverhalten während der Arbeitszeit. Schönen Tag noch. Herr Staatsanwalt, da uns das Schicksal auf diese Weise zusammenführt, eine Frage. Wollen Sie mir weismachen? Ein Gerichtsvollzieher sei nicht verpflichtet... Ich will Ihnen überhaupt nichts weismachen, Herr Liebling. Wollen Sie allen Ernstes behaupten, ein Gerichtsvollzieher sei nicht verpflichtet, zu überprüfen, ob derjenige, den er pfänden will, auch tatsächlich in der Wohnung wohnt, in der er pfänden will? Nicht auf die von Ihnen vermutete Weise. Wenn die Durchsuchungsanordnung gemäß § 758 ZBO vorliegt, dann... kann er getrost davon ausgehen, dass die bisherige Adresse des Schuldners auch seine jetzige ist, zumal ja auch noch
sein Name außen an der Tür steht. Und ein Anruf bei der Meldebehörde ist dem Gerichtsvollzieher nicht zuzumuten? Es geht nicht darum, was ihm zuzumuten ist, sondern er ist einfach nicht dazu verpflichtet. Finden Sie das auch unglaublich? Nein, das finde ich nicht. Ziemsen hat behauptet, er hätte seinen Besuch rechtzeitig angekündigt. Mein Opa ist stärker wie ein Elefant und wie ein Flugzeug. Das ist leicht zu erklären. Herr Graditz, der Schuldner, hat bei der Post einen Nachsendeantrag gestellt. Folglich ist ihm der Brief des Gerichtsvollziehers korrekt an seine neue Adresse zugestellt worden. Nur hat der Gerichtsvollzieher nichts davon gewusst. Hätte Graditz ihn informiert, wie sich das unter zivilisierten Leuten gehört, dann wäre die Sache ihren normalen Gang gegangen. Aber dass er das nicht getan hat, ist ja nicht die Schuld des Gerichtsvollziehers. Ja, ist es die Schuld von Frau Clemens? Nein, aber das wird ihr ja auch nicht zur Last gelegt. Frau Clemens hat für die Reparatur ihrer Wohnungstür 240 Mark bezahlt. Hören wir auf, über immer neue Einzelheiten zu reden. Ihnen fällt doch auch nichts Gescheiteres ein, als das Verfahren einzustellen. Der spricht ja gar nicht. Der soll jetzt nicht sprechen, sein Opa spricht ja jetzt. Ich bin der Vater. Einstellen? Haben Sie einstellen gesagt? Wäre doch das Vernünftigste, finden Sie nicht? Herr Liebling, ich werde unter keinen Umständen einstellen. Im Gegenteil finde ich, dass sich unser Fall dafür eignet, die Welt ein wenig gerade zu rücken. Meine Mandantin hat sich nicht nur zweier Eindringlinge erwehrt, sie hat auch die Welt aus dem Lot gebracht. Jede einzelne Straftat verändert die Welt ein wenig zu ihren Ungunsten, aber davon wollen wir jetzt mal absehen. Finden Sie nicht auch, dass wir in einer erschreckend brutalisierten Gesellschaft leben, dass täglich mehr geprügelt, gestochen, getreten, verletzt wird? Ja, ja. Ja, ich unterschreibe jedes Wort. Immerhin sind zwei Beamte während der Ausübung ihres Dienstes bewusstlos geschlagen worden. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie Sie davon einstellen reden können. Außerdem bin ich privat hier. Opa, ärgere dich nicht. Das ist doch eine Pfeife, der Typ. Ich hätte eine Frage. Ich bin Anwalt und vertrete einen Mandanten, der ein Geschäft hat, ähnlich wie das Ihre. Danke. Er wird von zwei Männern von der Gewerbeaufsicht, wie soll ich sagen, genervt. Sie heißen Mohr und Zanker. Mohr und Zanker? Zanker, richtig. Sie kennen sie also. Was ich gerne von Ihnen wissen würde, ist, wie die beiden hier auftreten. Ob sie zum Beispiel irgendwelche Forderungen stellen. Es ist natürlich keine Frage, dass jedes Wort, was Sie hier zu mir sagen, unter uns bleibt. Maria! Haben Sie sich mit Ihrer Frau beraten? Wir kennen die zwei Männer nicht und wir können auch dazu weiter nichts mehr sagen. Ciao. Ciao. Guten Tag. Auch Wüschen, oder? Nein, danke, ich habe nur eine Frage. Ich bin Anwalt, Advokat und vertrete einen Mandanten, der so einen Imbiss hat wie Sie. Kennen Sie zwei Herren vom Gewerbeaufsichtsamt, die Mohr und Zanke heißen? Haben Sie diese Namen schon mal gehört? Was wollen Sie? Ich möchte herausfinden, ob die beiden korrekt arbeiten. Mein Mandant beklagt sich, dass Sie Forderungen an ihn stellen, die ungesetzlich sind. Er will sich dagegen wehren. Und was geht mich an? Wenn ich noch andere Ladenbesitzer finde, die in einer ähnlichen Situation sind. Und was wollen Sie? Hier gibt es nur Cola und Döner. Gehen Sie weiter. Ja, gehen Sie weiter. Döner und Cola hier. Gehen Sie weiter. Sind Sie der Besitzer? Ja. Guten Tag. Mein Name ist Pelzer. Guten Tag. Ich bin Rechtsanwalt. Ich versuche herauszufinden, ob zwei Herren von der Gewerbeaufsicht gegenüber Geschäftsleuten in dieser Gegend Forderungen stellen, die unerlaubt sind. Und weiter? Die beiden heißen Zanker und Mohr. Und warum kommen Sie damit zu mir? Weil ich es für möglich halte, dass die beiden auch bei Ihnen... Da kommt Herr Zanker. Ich komme in ein paar Minuten wieder her. Das müssen Sie nicht.
Guten Tag, Herr Amadou. Guten Tag. Jeden Monat. Wie viel? 300. Wären Sie bereit, das vor Gericht zu bezeugen? Nein. Wie viel kostet diese Figur? Die ist nicht zu verkaufen. Schade. Ihnen ist klar, dass man einem solchen Mann nicht das Handwerk legen kann, solange sich keiner findet, der bereit ist, gegen ihn auszusagen. Wenn Sie Zanker besiegen, steht sofort Ihr Nächster da. Der nimmt vielleicht mehr. Der Nächste ist Mohr, und den will ich auch dran kriegen. Und glauben Sie, nach Mohr kommt niemand? Ist das Ihre Lebenserfahrung? So war es zu Hause. So war es in Frankreich. Und so ist es hier. Wie lange soll ich das noch für mein persönliches Pech halten? Umso wichtiger wäre es, dass man anfängt, sich zu wehren. Nehmen Sie mir es nicht übel. Aber ich bin nicht in der idealen Position, um die Welt besser zu machen. Wenn Sie die eines Tages doch noch verkaufen sollten, sagen Sie mir bitte Bescheid. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Was denn? Schlechte Neuigkeiten? Eigentlich nicht. Ich weiß inzwischen mehr über unsere zwei Herren. Ich habe ein bisschen in der Gegend rumgehorcht. Sie sind nicht der Einzige, dem die beiden Geld abnehmen. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Aber Sie haben nicht. Was spielt das für eine Rolle? Hätten Sie Namen und Adressen auch gewusst? Ich weiß gar nicht, wer meinen Namen gesagt. Ach, Evo, wo denken Sie hin? Was bedeutet, wo denken Sie hin? Das bedeutet, dass ich natürlich Ihren Namen nicht verraten habe. Alles gut. Ich habe hin und her überlegt, was wohl das Beste ist. Und zwar nicht das Beste für die Moral der Gesellschaft, sondern für meinen Mandanten Barbosa. Und was ist das Beste? Dass wir die Herren Mohr und Zanka vor Gericht bringen. Anonym? Das ist Unsinn. Wenn wir sie anzeigen, ist es nicht anonym. Warum nicht? Sie wissen es genau. Aber insgeheim müssen Sie es doch auch vorgehabt haben. Warum wären Sie sonst zu mir gekommen? Kann sein. Aber inzwischen habe ich es mir anders überlegt. Hat Ihre Frau Sie überzeugt? Ich imaginiere. Wir zeigen an und siegen sogar. Ich freue mich, Sie freuen sich, meine Frau freut sich. Und dann kommen die und machen mir den Land ein wunderbares Resultat. Haben Sie Anhaltspunkte dafür? Hat Ihnen jemand damit gedroht? Na, die finden 100 Gründe. Haben Sie die Briefe vergessen? Na klar, ich wollte nicht zahlen und habe gehofft, Sie wissen, wie man es macht. Wie soll ich das ohne Prozess schaffen? Können Sie mir garantieren, dass man mir nach dem Prozess nicht den Laden zumacht? Das halte ich für unwahrscheinlich, aber garantieren kann ich Ihnen das nicht. Gerichtsvollzieher Siemsen lehnt die Rücknahme seines Strafantrags ab. Ich habe mir Mühe gegeben, aber er will nicht. Und was heißt das? Das heißt, dass ihm Ihr Schlag auf den Kopf sein Gehirn vernebelt hat. Sein Zeuge Pankow hilft ihm nicht. Der ist auf unserer Seite. Mit dem haben Sie gesprochen? Ja. Doch, das ist ein netter Mann. Anders liegt der Fall beim Staatsanwalt. Der gehört zur Kategorie der Ayatollahs. Der Vorschlag, das Ermittlungsverfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen, kommt ihm wie eine Anstiftung zum Staatsstreich vor. Möchten Sie einen Wackelpudding? Wie gefährlich ist der denn? Wenn man von einem Richter den Eindruck hat, er wäre voreingenommen, kann man einen Befangenheitsantrag stellen. Sowas ist bei einem Staatsanwalt ungleich komplizierter. Den muss man also bis zum Ende ertragen. Ja, im äußersten Notfall kann man sich beim leitenden Staatsanwalt über ihn beschweren. Und der pfeift ihn dann vielleicht zurück. Aber das hier ist kein äußerster Notfall. Ja, was macht man dann? Wenn Hainbucher dann vor Gericht will. Ja, was will der? Wer?
Hallenbucher, so heißt unser Staatsanwalt. Wenn er die Sache tatsächlich anklagt, was er offenbar vorhat, könnte man ein Wort mit dem Richter reden und ihn bitten, den Quatsch abzublasen. Und wenn der es nicht Quatsch findet? Dann gibt's eine Verhandlung. Und dort werden wir mit Hallenbucher genau dasselbe machen, was Sie mit dem Gerichtsvollzieher gemacht haben. Bloß ohne Flasche. Wäre schön, wenn ich darüber so hinwegwitzeln könnte wie Sie. Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen uns beiden? Ich sehe mehrere. Es geht um meinen Hals, nicht um Ihren. Um Ihren Hals? Liebe Frau Clemens, selbst wenn Sie verurteilt würden, kämen nicht mehr als 3 Mark Geldstrafe raus. Da habe ich schon was ganz anderes gehört. Von wem? Ich neige nicht zu großen Prognosen. Aber die Gefahr, die Ihnen droht, kann man vergessen. Alle Auslagen müsste die Staatskasse tragen, trotz der schrecklichen Ebbe, die dort herrscht. Solche Staatsanwälte kommen den Staat eben sehr teuer. Also das klingt, als wollten Sie um jeden Preis meine Laune verbessern. Ja. Und, warum wehren Sie sich dagegen? Oh, nur so. Da sind Sie ja schon wieder. Aber diesmal brauche ich Ihre Hilfe nicht. Und Ihre auch nicht. Was gibt's? Herr Zanker? Falls Sie irgendwelche Auskünfte haben wollen, jetzt ist keine Öffnungszeit. Ich bin überzeugt davon, dass Sie für mich geöffnet haben. Das sollte mich wundern. Wer sind Sie? Ich möchte mit Ihnen über die Schutzgelder sprechen, die ausländische Geschäftsleute an Sie und Herrn Mohr zahlen müssen. Wo ist er übrigens? Sind Sie denn wahnsinnig, Mann? Nicht, dass ich wüsste. Jetzt wird es ernst, Herr Zanker. Tja, ich gehe dann eben mal vor die Tür. Es dauert nicht lange. Ich gehe gleich zurück. Ich wollte da drin kein Theater machen. Aber jetzt darf man ja deutlicher werden. Das ist nett, dass Sie mich nicht bloßstellen wollten. Sie wissen ja gar nicht, was Sie da zusammenreden. Haben Sie irgendetwas in der Hand, womit Sie Ihr beleidigendes Geschwätz belegen können? Oh ja. Wissen Sie eigentlich, dass ich Lebensmittelkontrolleur beim Bezirksamt bin? Mhm. Könnte es sein, dass Sie mich verwechseln? Hören Sie auf, sich dumm zu stellen. Ich bin der Anwalt eines der kleinen Ladenbesitzer, die Sie monatlich erpressen. Das ist ja das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Ich bin Ihnen ein paar Tage hinterhergelaufen und habe eine Liste der Geschäfte zusammengestellt, die Sie abkassieren. Natürlich ist sie nicht vollständig. Etwa die Hälfte der Leute hat Angst, gegen Sie auszusagen. Aber die andere Hälfte ist genug, um Sie zur Schnecke zu machen. Wie heißt denn Ihr Mandant? Der hat einen langen Namen. Das könnte Ihnen so passen, heißt der. Lassen Sie mich mit ihm reden. Dass Sie ihn einschüchtern können? Den Namen werden Sie erfahren, wenn man Ihnen die Anklageschrift zustellt. Um welche Summe handelt es sich denn? Ich verstehe, Sie haben individuelle Tarife. Und Sie denken, auf diese Weise den Namen des aufmüpfigen Kerls rauskriegen zu können. Stimmt's? Also hören Sie mal zu, ich will überhaupt nichts rauskriegen. Und hören Sie endlich mit Ihren Unterstellungen auf. Wonach richtet sich Ihr Tarif? Nach der Leistungskraft des Opfers oder nach der Größe seiner Angst? Lassen Sie uns da reingehen. Wollen Sie sich mit mir prügeln? Kommen Sie schon. Und jetzt? Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, soll man nicht viel Worte machen. Das heißt? Nennen Sie mir die Summe und ich will Ihrem Herrn X den Schaden ersetzen. Darf ich das als Geständnis auffassen? Sie dürfen es als Zeichen von gutem Willen auffassen. Und was ist mit den anderen armen Schweinen? Müssen die weiterblechen? Sind Sie die UNO oder der Rächer der Enterbten? Ich bin ein Anwalt, der einem Erpresser auf die Schliche gekommen ist und der verhindern will, dass der ungestört weitermacht. Sagen Sie mir die Summe oder nicht? Hören Sie gut zu. Ich werde von heute an regelmäßig die Runde machen und mich bei Ihren Opfern erkundigen, ob sie weiter abkassiert werden. Ob von Ihnen oder Mohr, spielt keine Rolle. Vielleicht sage ich jetzt was Verkehrtes. Wären 3.000 in Ordnung? Es tut mir leid wegen der Verzögerung, aber die Verhandlung hat länger gedauert. Wie geht's denn so? Naja. Ist die Gerichtswelt immer noch im Irrgarten oder haben Sie die Sache inzwischen ein bisschen im Griff? Es gibt immer noch blinde Stellen, aber dank der Hilfe guter Menschen, wie Sie ja auch einer waren, komme ich halbwegs zurecht. Sind Sie immer noch so überlastet?
Das Schlimmste ist, man kann nichts gründlich tun. Sie glauben gar nicht, was für Lächerlichkeiten den Menschen genügen, um vor Gericht zu ziehen. Wenn ich Richter wäre, würde ich mich auf die wichtigsten Sachen konzentrieren und Bagatellzeug so weit wie möglich abschmettern. Das steht leider nicht allein in meiner Macht. Schieben Sie nicht alles auf das Schicksal. Ein Richter muss nur in solchen Verfahren ein Urteil fällen, deren Eröffnung er selber vorher zugestimmt hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie darauf hinaus, dass die Staatsanwälte die größten Prozesshansel sind und ich deren Anklagen öfter nicht zulassen sollte? Das trifft leider auf viele zu, ja. Und vor allem haben Sie einen bestimmten Fall im Auge, stimmt's? Dieser Hainbucher ist ja wohl ein Rechtsfehler auf zwei Beinen. Der kratzt alles zusammen, um eine Anklage hinzukriegen und ist blind für die 100 guten Gründe, die dagegen sprechen. Das kann Ihnen nicht entgangen sein. Reden Sie ruhig weiter. Der will auf Körperverletzung hinaus und dazu noch auf Schwere. Und hat für den Notwehraspekt kein Auge. Der redet von Gewaltpotenzial und sieht nicht, dass es sich um eine friedfertige Frau handelt, die vor Angst fast gestorben wäre. Der redet von termingerechter Ankündigung der Pfändung, ohne zu sehen, dass das für uns überhaupt keine Rolle spielt. Würden Sie mir es durchgehen lassen, wenn ich den statt Hainbucher Heimsucher nennen würde? In einer Verhandlung müsste ich Sie dafür rüffeln. Oh. Ja. Wenn Sie unbedingt eine Hauptverhandlung haben wollen, bitte. Aber das wird ein Freispruch. So sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann beklagen Sie sich wieder über zu viel Arbeit. Es ist noch genauso lehrreich wie damals, Ihnen zuzuhören. Nur deshalb habe ich so lange gezögert, Ihnen zu verraten, dass die Sache erledigt ist. Ich habe die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt und die Anklage von Herrn Hainbucher nicht zugelassen. Er weiß es schon und Sie haben es heute oder morgen in der Post. Na dann. Ist doch gut. Wollen wir auf einen Schluck in die Kantine gehen? Ich lade Sie ein. Wahnsinnig gern, aber da hinten sitzt meine nächste Verhandlung. Ach, so eine ältere Dame. Tja, ich habe jetzt eine ganz junge Mandantin. Man kann sich's nicht aussuchen. Tja, mit solchen Titten. Ich sag's Ihnen bloß. Danke. Wie heißt denn der Kuchen? Käsekirsch. Ist es gestattet? Aber bitte. Danke. Darf ich Sie zu einem kleinen Cognac einladen? Ich vermute, das sagen Sie nur, weil Sie wissen, dass ich keinen Alkohol trinke. Nein, das wusste ich nicht. Darf ich Sie zu einem kleinen Stück Kuchen einladen? Der Käsekirsch ist sehr gut hier. Ich weiß, was Sie für mich empfinden. Aber auch ich habe mich mit Verlaub weniger aus Sympathie zu Ihnen gesetzt, als vielmehr, um Ihnen eine Vorhaltung zu machen. Eine Vorhaltung? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie meinen Namen Hainbucher, für den ich nebenbei gesagt nichts kann, in Einbuchter abgewandelt haben. Oh. Finden Sie das nicht witzig? Ehrlich gesagt finde ich es eher ein wenig beleidigend. Unsere Ansichten von Humor liegen weit auseinander. Das ist die erste Einschätzung von Ihnen, die ich teile. Das wäre so, als wenn ich aus Liebling den Namen Fiesling machen würde. Oh, das ist eine tolle Idee. Damit würden Sie Triumphe feiern. Aber da ist die Bild-Zeitung schon draufgekommen. Die ja wohl die größte Zeitung Deutschlands ist, oder nicht? Ich pflege meine Scherze auf einem anderen Niveau zu machen. Wollen Sie hören, was mich zu meiner Sprachschöpfung inspiriert hat? Ich glaube, ich kann ohne diese Information auskommen. Heimsucher? Miesling. Kleinhuber. Miefling. Kleinpuper? Miesfisch. War das alles? Also wenn das alles war, dann war es für zwei so außergewöhnliche Persönlichkeiten, wie wir beide das sind, zu wenig. Es ist wohl alles zwischen uns gesagt. Sie sollten den Kuchen probieren, der heißt Käsekirsch. Haben Sie noch einen Käsekirsch für den Herrn Staatsanwalt? Zufälle gibt's. Da fällt einem nur ein einziges Wort ein. Vorsehung. Ja, dann sehen Sie sich mal vor. Darf ich? Ja, bitte. Ich bin hier so durch die Gegend gefahren und habe eigentlich ganz gegen meine Gewohnheit so um mich rumgeguckt und da sah ich Sie plötzlich. Und da habe ich mir den Parkplatz gesucht und da bin ich. Und das ist keine Beobachtungsgabe, das ist Zufall. Ja, da ist der Zufall ja ganz auf unserer Seite. Und es wird noch besser. Gerade habe ich gehört, dass Ihr Verfahren eingestellt ist.
Der Richter, ein unverdorbener Mensch, hat dem Staatsanwalt, einem zutiefst verdorbenen Menschen, die Anklage um die Ohren gehauen. Verzeihung. Gott möge mir verzeihen. Ist die Erleichterung. Es hätte noch mehr Erleichterung sein können, von mir aus. Ja, dann wollen wir noch den Sieg feiern. Machen Sie einen Vorschlag. Das wird gut überlegt sein. So ein Vorschlag sollte nicht allzu bescheiden klingen, andererseits auch nicht übers Ziel hinaus schießen. Oder ich könnte Sie ja zum Geburtstag einladen. Was denn? Sie haben... Nein, ich nicht. Das ist meine Freundin, die hat Geburtstag und die will aber nicht zu Hause feiern, weil da hat sie so einen ekligen Mann rumsitzen, von dem sie sich gerade trennen will. Und da feiern wir bei mir. Und wenn Sie da jetzt Lust hätten, dann wollen, dann... Aber wenn ich als Fremdkörper schief angeguckt werde? Och, wenn meine Freundin Geburtstag hat, dann kann ich ruhig einen Begleiter mitbringen. So, ein Begleiter, ja. Ja, das geht. Muss jedem einleuchten. Das ist doch schwachsinnig. Das lernt man im ersten Studienjahr. Nein, nicht so eigenartig. Das macht man nicht. Was macht man nicht? Man lauscht nicht an der Tür. Och, wenn man sowieso nichts versteht, ist das nicht so schlimm. Und wenn Sie glauben, ich reg mich hier pädagogisch auf, dann irren Sie sich. Ich war noch nie so sauer auf Sie wie jetzt. Wenn es Sie beruhigt, es war absolut niemand dabei. Und er wird sich hüten, es jemandem zu erzählen. Das beruhigt mich überhaupt nicht. Was wollen Sie damit sagen? Gesetze sind nur einzuhalten, wenn es Zeugen gibt. Nein, das will ich nicht damit sagen. Wie würden Sie denn einen Anwalt finden, der seiner Gegenpartei Schweigegeld abnimmt? Sie bringen Ihren Mandanten in Teufels Küche. Sind Sie Robin Hood? So was hat mich Zanker auch gefragt. Wer ist Zanker? Der Typ, von dem ich das Geld habe. Ach, der verarscht Sie auch noch. Wir sind hier nicht in der Auge um Auge, Zahn um Zahn Gegend. Sonst müssten wir uns ja alle bewaffnen. Und der Anwalt mit der größten Kanone hat den größten Erfolg. Schwebt Ihnen sowas vor? Nein, sowas schwebt mir nicht vor. Und hören Sie auf, so ein Gesicht zu machen. Als wenn ich übertreibe. Das kann Ihnen gar nicht peinlich genug sein. Es ist mir nicht so peinlich. Ich habe versehentlich den Kopf einer Sprotte verschluckt. Erpressung für einen guten Zweck ist im Strafgesetzbuch nicht vorgesehen. Wenn das bekannt wird, können Sie sich einen neuen Beruf suchen. Und überhaupt, wenn Sie schon so eine Scheiße bauen, kann ich wenigstens erwarten, dass Sie mir nichts davon erzählen. Mit wem soll ich sonst darüber sprechen, wenn nicht mit Ihnen? Morgen holt der sich von dem nächsten armen Schwein das Doppelte zurück. Danke. Ist das Ihre Vorstellung von Gerechtigkeit? Herr Liebling, es ist nicht meine Aufgabe, die sozialen oder ethischen Probleme unseres Staates zu lösen, sondern die Interessen meines Mandanten wahrzunehmen. Ach, aufgeblasenes Zeug. Welcher Schwachkopf hat Ihnen denn das erzählt? Es waren Sie. Wortwörtlich. Naja, so schlecht ist es auch wieder nicht. In dem Büro erfährt man aber auch ja nicht mehr. Man ist nicht neugierig. Bin ja auch nicht Mann. Frau Mangold? Ja? Sagen Sie mal was zu diesem Hemd. Ist ein Fleck drauf? Ich möchte wissen, ob es Ihnen gefällt. Die Frage verstehe ich nicht. Ich bin zu einer Party mit etwas jüngeren Leuten eingeladen. Räum das dann alles wieder weg. Soll es was Zeitgemäßes sein? Und möchte nicht, dass die mich angucken wie ein Opa vom Dorf. Ja, ich würde das hier nehmen. Ist das nicht ein bisschen einfallslos, das Weiße? Weißes Hemd, Krawatte und Anzug waren immer zeitgemäß und sie werden es immer bleiben. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Hallo? Sarah? Hier ist dein Papa, du musst mir helfen. Schön, wenn ich kann. Was für Hemden tragen die schicken, jungen, labbrigen Kerle heute? Wie bitte? Hast du es akustisch nicht verstanden oder ist die Frage inhaltlich zu kompliziert? Nee, aber wozu musst du denn das wissen? Sarah, mein Schatz, mach's gut. Moment mal, nun sei doch nicht gleich sauer. Ich überleg ja schon.
Sag mal, du hast doch das beste Beispiel direkt vor der Nase. Schau dir einfach an, was Bruno für Hemden trägt. Wer? Dr. Bruno Pelzer. Das ist doch so ein netter junger Mann von heute. Ja, danke, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Oder warte mal, du hast doch auch so ein Hemd, was so ein bisschen nach Südsee aussieht. Du weißt, welches ich meine? Ist in Ordnung, danke, tschüss. Guten Abend. Bin ich zu früh? Nö, überhaupt nicht. Das ist für Sie und das ist für die Geburtstagsdame. Danke. Aber bitteschön, da rein. Warten Sie mal, ich muss Ihnen erst mal was Unangenehmes sagen. Ach, ich ahne es. Ich ahne es schon, ich bin wieder ausgeladen. Nein, hier findet überhaupt kein Geburtstag statt. Meine Freundin, die Ziege, die hat sich mit ihrem Mann wieder vertragen und jetzt will sie überhaupt nicht bei mir feiern, sondern bei sich zu Hause. Schlimm? Nö, ist nicht schlimm. Ich kann mir jedenfalls was Schlimmeres vorstellen. Wir könnten ja auch woanders hingehen. Ja, wir können auch hier bleiben. Hier bleiben, klar. Ich hatte schon zu essen eingekauft, weil sie hat mir erst heute Nachmittag Bescheid gegeben. Die Ziege. Ach, hier haben sie sich versteckt, was? Wie versteckt? Na, Wom? Ja, richtig. Ach ja, schön haben sie es hier. Oh, ist ja schon gedeckt. Schönes Hemd haben sie an. Der Enterbten. Ich bin ein Anwalt, der einem Erpresser auf die Schliche gekommen ist und der verhindern will, dass der ungestört weitermacht. Sagen Sie mir die Summe oder nicht? Hören Sie gut zu. Ich werde von heute an regelmäßig die Runde machen und mich bei Ihren Opfern erkundigen, ob sie weiter abkassiert werden. Ob von Ihnen oder Mohr, spielt keine Rolle. Vielleicht sage ich jetzt was Verkehrtes. Wären 3.000 in Ordnung? Tut mir leid wegen der Verzögerung, aber die Verhandlung hat länger gedauert. Wie geht's denn so? Naja. Ist die Gerichtswelt immer noch ein Irrgarten oder haben Sie die Sache inzwischen ein bisschen im Griff? Es gibt immer noch blinde Stellen, aber dank der Hilfe guter Menschen, wie Sie ja auch einer waren, komme ich halbwegs zurecht. Sind Sie immer noch so überlastet? Das Schlimmste ist, man kann nichts gründlich tun. Sie glauben gar nicht, was für Lächerlichkeiten den Menschen genügen, um vor Gericht zu ziehen. Wenn ich Richter wäre, würde ich mich auf die wichtigsten Sachen konzentrieren und Bagatellzeug so weit wie möglich abschmettern. Das steht leider nicht allein in meiner Macht. Schieben Sie nicht alles auf das Schicksal. Ein Richter muss nur in solchen Verfahren ein Urteil fällen, deren Eröffnung er selber vorher zugestimmt hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie darauf hinaus, dass die Staatsanwälte die größten Prozesshanse sind und ich deren Anklagen öfter nicht zulassen sollte? Das trifft leider auf viele zu, ja. Und vor allem haben Sie einen bestimmten Fall im Auge, stimmt's? Dieser Hainbucher ist ja wohl ein Rechtsfehler auf zwei Beinen. Der kratzt alles zusammen, um eine Anklage hinzukriegen und ist blind für die 100 guten Gründe, die dagegen sprechen. Das kann Ihnen nicht entgangen sein. Reden Sie ruhig weiter. Der will auf Körperverletzung hinaus und dazu noch auf Schwere. Und hat für den Notwehraspekt kein Auge. Der redet von Gewaltpotenzial und sieht nicht, dass es sich um eine friedfertige Frau handelt,
die vor Angst fast gestorben wäre. Der redet von termingerechter Ankündigung der Pfändung, ohne zu sehen, dass das für uns überhaupt keine Rolle spielt. Würden Sie mir es durchgehen lassen, wenn ich den statt Heimbucher Heimsucher nennen würde? In einer Verhandlung müsste ich Sie dafür befüllen. Ah. Ja. Wenn Sie unbedingt eine Hauptverhandlung haben wollen, bitte. Aber das wird ein Freispruch. So sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann beklagen Sie sich wieder über zu viel Arbeit. Es ist noch genauso lehrreich wie damals, Ihnen zuzuhören. Nur deshalb habe ich so lange gezögert, Ihnen zu verraten, dass die Sache erledigt ist. Ich habe die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt und die Anklage von Herrn Heimbucher nicht zugelassen. Er weiß es schon und Sie haben es heute oder morgen in der Post. Na dann. Ist doch gut. Wollen wir auf einen Schluck in die Kantine gehen? Ich lade Sie an. Zum Glück war er nicht sehr groß. Jedenfalls kommt er vor an meine Flurgarderobe, macht sich daran zu schaffen. War wenig von mir entfernt, steht mit dem Rücken zu mir. Und da bin ich rausgesprungen und hab ihn mit der Flasche über den Kopf gehauen. Bravo. Ja, er fiel gleich um, es war wie im Kino. Ich dachte, es war alles. Aber da gab es ja noch den anderen. Ja. Ich will ins Zimmer gehen, um die Polizei zu rufen, da höre ich die Klospülung. Da bin ich gleich wieder hinter meinen Vorhang, hab mich da versteckt und hab dann gewartet, bis der Komplize da aus der Toilette kam und sich dann wirklich über den anderen beugte. Hatten Sie die Flasche noch in der Hand? Ja. Ich hab's dann genauso gemacht und es klappte genauso gut. Na ja. Sie hatten ja auch schon Übung. Dann habe ich die Polizei gerufen. Und wissen Sie, was ich gemacht habe, bis die Polizei kam? Nee. Ich habe die beiden mit so einem Klebeband an Händen und Füßen zusammengeklebt. Kennen Sie das? Ja, ist einfach vorbildlich. Sind die Männer vor dem Eintreffen der Polizei noch aufgewacht? Ja, der eine. Aber der hat dann so ein komisches Zeug geredet, als wenn er betrunken wäre. Aber dann kam endlich die Polizei. Ja, beide hatten eine Gehirnerschütterung, Platzwunden und eine Beule. Der eine hat ein bisschen mehr abgekriegt als der andere. Ich weiß auch nicht, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so zugedroschen. Hat die Polizei Ihnen gratuliert oder Sie belobigt? Ja, zuerst ging es ganz locker zu. Ich musste zum Revier ein Protokoll aufnehmen und die beiden wurden zur ersten Hilfe gefahren. Und dann hat man mir mitgeteilt, dass der eine ein Gerichtsvollzieher und der andere ein Zeuge war. Verstehe. Aber ein Gerichtsvollzieher? Oh. Meldet der sich nicht vorher an? Haben Sie keine Nachricht gekriegt? Nein, weil er doch gar nicht bei mir fänden wollte, sondern bei einem Herrn Graditz. Der hat bis vor einem Monat in der Wohnung gewohnt. Also eine einfache, leicht nachweisbare Verwechslung. Blöderweise hängt da noch das Namensschild von dem Herrn Graditz. Das habe ich nicht weggemacht, weil dahinter ein Kuckloch ist. Ach, da sehen Sie mal, wie die Zusammenhänge manchmal sind, ne? Da hat irgendwann mal ein Voyeur so ein kleines Kuckloch gebohrt, davor hat einer sein Namensschild geschraubt und letzten Endes haben Sie deswegen beinahe zwei Männer totgeschlagen, ne? Drifft's aus. Was ist? Sie haben vergessen, mir zu sagen, wie viel Geld Sie diesen Männern gegeben haben. 500 Mark. Sorgfältiger vorgegangen wären. Julia! Würden Sie, wenn fremde Leute in Ihre Wohnung eindringen, nicht auch Gefahr wittern? Ja. Herr Liebling möchte gehen. Das ist ein Missverständnis. Ich würde gerne noch ein bisschen bleiben, wenn ich darf. Herr Dörr, ich verziehe, ich habe Kopfschmerzen. Bitte. Es ist nicht klug, wie Ihr Mann sich verhält. Ich weiß ja nicht, worum es geht, aber das müssen Sie ihm schon überlassen. Der will sich außer der Beule am Hinterkopf auch noch eine blutige Nase holen. Wer soll ihn daran hindern, wenn nicht Sie? Muss doch auch mal geölt werden. Paula schon weg? Mhm. Und Sie? Grauen sich vor dem Feierabend? Ich muss noch was aufarbeiten. Ich hab's der Versicherung gemeldet. Was? Da wissen Sie nicht mehr mein Auto. Ach ja, richtig. Die haben gesagt, es kann noch eine Weile dauern. Sie müssen erst den Polizeibericht abwarten. Haben Sie vor, einen Ersatzwagen zu mieten? Oder haben Sie ihn gar verlangt?
Das sollten Sie tun. Darf ich das denn? Weiß ich nicht. Sehen Sie in Ihrer Police nach, da steht's drin. Das würde ich ja gerne. Aber? Ich kann sie nicht finden. Dazu mache ich jetzt keine einzige Bemerkung. Oh, das ist aber nett. Wenn Sie einen Ersatzwagen fordern, dann wird sich die Versicherung beeilen. Wenn nicht, dann können die sich mit der Schadensregulierung ewig Zeit lassen. Und in der Regel tun die das auch. Na gut, ich suche noch mal alle durch. Wenn Sie wollen, kann ich Sie nach Hause fahren. Es dauert aber noch ein paar Minuten. Gerne. Ach, was hat Ihnen die Polizei eigentlich gesagt? Die habe ich überhaupt noch nicht angerufen. Oh, weia. Ich mache das jetzt auf der Stelle. Ich rufe auf der Stelle die Polizei an. Das ist mir jetzt aber ein bisschen peinlich. Schmeckt? Nee. Aber ich hatte sowieso nichts mehr zu Hause. Ich finde die auch nicht so schlecht. Sie haben mir immer noch nicht verraten, was die Polizei Ihnen gesagt hat. Stimmt das nicht? Ich habe keine besonders erfreuliche Auskunft. Wie bitte? Nur keine besonders erfreuliche Auskunft. Inwiefern? Ja, mir sagt, das Auto ist abgeschleppt worden und steht jetzt irgendwo am Görlitzer Bahnhof. Es ist gar nicht gestohlen worden. Was soll in einem temporären Halteverbot gestanden haben? Und das nennen Sie eine unerfreuliche Auskunft? Na, wie soll ich denn da drauf kommen? Ich parke da seit Jahren und plötzlich mitten am Dienstag ist da Halteverbot. Ist sowas überhaupt gesetzlich? Senta? Ja? Geben Sie zu, dass Sie eine Katastrophe sind? Ich mal vor. darf ich? Ja, bitte. Ich bin hier so durch die Gegend gefahren und habe eigentlich ganz gegen meine Gewohnheit so um mich rumgeguckt und da sah ich sie plötzlich. Und da habe ich mir den Parkplatz gesucht und da bin ich. Und das ist keine Beobachtungsgabe, das ist Zufall. Ja, da ist der Zufall ja ganz auf unserer Seite. Und es wird noch besser. Gerade habe ich gehört, dass Ihr Verfahren eingestellt ist. Der Richter, ein unverdorbener Mensch, hat dem Staatsanwalt, einem zutiefst verdorbenen Menschen, die Anklage um die Ohren gehauen. Verzeihung. Gott möge mir verzeihen. Ist die Erleichterung. Es hätte noch mehr Erleichterung sein können von mir aus. Ja, dann wollen wir noch den Sieg feiern. Machen Sie einen Vorschlag. Es wird gut überlegt sein. So ein Vorschlag sollte nicht allzu bescheiden klingen, andererseits auch nicht übers Ziel hinaus schießen. Oder ich könnte Sie ja zum Geburtstag einladen. Was denn? Sie haben... Nein, ich nicht. Das ist meine Freundin, die hat Geburtstag und die will aber nicht zu Hause feiern, weil da hat sie so einen ekligen Mann rumsitzen, von dem sie sich gerade trennen will. Und da feiern wir bei mir. Und wenn Sie da jetzt Lust hätten, dann wollen, dann... Aber wenn ich als Fremdkörper schief angeguckt werde? Och, wenn meine Freundin Geburtstag hat, dann kann ich ruhig einen Begleiter mitbringen. So, ein Begleiter, ja. Ja, das geht. Muss jedem einleuchten. Das ist doch schwachsinnig. Lernt man im ersten Studienjahr. Nein, nicht so eigenartig. Das macht man nicht. Was macht man nicht? Man lauscht nicht an der Tür. Och, wenn man sowieso nichts versteht, ist das nicht so schlimm. Und wenn Sie glauben, ich reg mich hier pädagogisch auf, dann irren Sie sich. Ich war noch nie so sauer auf Sie wie jetzt. Wenn es Sie beruhigt, es war absolut niemand dabei. Und er wird sich hüten, es jemandem zu erzählen. Das beruhigt mich überhaupt nicht. Was wollen Sie damit sagen? Gesetze sind nur einzuhalten, wenn es Zeugen gibt. Nein, das will ich nicht damit sagen. Wie würden Sie denn einen Anwalt finden, der seiner Gegenpartei Schweigegeld abnimmt? Sie bringen Ihren Mandanten in Teufels Küche. Sind Sie Robin Hood? Sowas hat mich Zanker auch gefragt. Wer ist Zanker? Der Typ, von dem ich das Geld habe. Ach, der verarscht Sie auch noch. Wir sind hier nicht in der Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Gegend. Sonst müssten wir uns ja alle bewaffnen. Und der Anwalt mit der größten Kanone hat den größten Erfolg. Schwebt Ihnen sowas vor?
oder haben Sie ihn gar verlangt? Mm-mm. Was sollten Sie tun? Darf ich das denn? Weiß ich nicht. Sehen Sie in Ihrer Police nach, da steht's drin. Das würde ich ja gerne. Aber? Ich kann sie nicht finden. Dazu mache ich jetzt keine einzige Bemerkung. Oh, das ist aber nett. Wenn Sie einen Ersatzwagen fordern, dann wird sich die Versicherung beeilen. Wenn nicht, dann können die sich mit der Schadensregulierung ewig Zeit lassen. Und in der Regel tun die das auch. Na ja, gut, ich suche noch mal alle durch. Wenn Sie wollen, kann ich Sie nach Hause fahren. Es dauert aber noch ein paar Minuten. Gerne. Ach, was hat Ihnen die Polizei eigentlich gesagt? Die habe ich überhaupt noch nicht angerufen. Oh, weia. Ich mache das jetzt auf der Stelle. Ich rufe auf der Stelle die Polizei an. Das ist mir jetzt aber ein bisschen peinlich. Schmeckt? Nee. Aber ich hatte sowieso nichts mehr zu Hause. Ich finde die auch nicht so schlecht. Sie haben mir immer noch nicht verraten, was die Polizei Ihnen gesagt hat. Stimmt das nicht? Ich habe keine besonders erfreuliche Auskunft. Wie bitte? Nur keine besonders erfreuliche Auskunft. Inwiefern? Ja, mir sagt, das Auto ist abgeschleppt worden und steht jetzt irgendwo am Görlitzer Bahnhof. Es ist gar nicht gestohlen worden. Was soll in einem temporären Halteverbot gestanden haben? Und das nennen Sie eine unerfreuliche Auskunft? Na, wie soll ich denn da drauf kommen? Ich parke da seit Jahren und plötzlich mitten am Dienstag ist da Halteverbot. Ist sowas überhaupt gesetzlich? Senta? Ja? Geben Sie zu, dass Sie eine Katastrophe sind? Ja, stimmt. Irgendwie bin ich schlimm. Verzeihung, wo finde ich hier Herrn Gotthold Pankau? Bleibt Feierabend. So einen frühen Feierabend möchte ich auch mal haben. Wir haben gleitende Arbeitszeit, mein Herr. Ach, der kommt später und geht dafür früher. Reden Sie nicht so ein Zeug. Sie haben Glück, dass da hinten ist er. Ah, danke. Herr Pankau? Und es ist gut, dass ich Sie noch erwische. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Anja Clemens. Clemens? Woher kenne ich den Namen? Das ist die hübsche junge Dame, die Ihnen das dazugefügt hat. Deren Anwalt sind Sie? Jawohl. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen die Erinnerung an den Vorfall nicht besonders angenehm ist. Sie werden lachen. Ich habe die Frau nie gesehen. Sie ist hübsch, sagen Sie? Sie ist unter den Frauen hübscher als ich unter den Männern. Ich habe sie mir als einen weiblichen Gorilla vorgestellt. Nein, nein. Eher Schimpanse. Blond, Friseuse. Sieht, als wenn er betrunken wäre. Aber dann kam endlich die Polizei. Ja. Beide hatten eine Gehirnerschütterung, Platzwunden und eine Beule. Der eine hat ein bisschen mehr abgekriegt als der andere. Ich weiß auch nicht, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so zugedroschen. Hat die Polizei Ihnen gratuliert oder Sie belobigt? Ja, zuerst ging es ganz locker zu. Ich musste zum Revier ein Protokoll aufnehmen und die beiden wurden zur ersten Hilfe gefahren. Und dann hat man mir mitgeteilt, dass der eine ein Gerichtsvollzieher und der andere ein Zeuge war. Verstehe. Aber ein Gerichtsvollzieher? Oh. Meldet der sich nicht vorher an? Haben Sie keine Nachricht gekriegt? Nein, weil er doch gar nicht bei mir finden wollte, sondern bei einem Herrn Graditz. Der hat bis vor einem Monat in der Wohnung gewohnt. Also eine einfache, leicht nachweisbare Verwechslung. Blöderweise hängt da noch das Namensschild von dem Herrn Graditz. Das habe ich nicht weggemacht, weil dahinter ein Guckloch ist. Da sehen Sie mal, wie die Zusammenhänge manchmal sind, ne? Da hat irgendwann mal ein Voyeur so ein kleines Guckloch gebohrt, davor hat einer sein Namensschild geschraubt und letzten Endes haben sie deswegen beinahe zwei Männer totgeschlagen, ne? Drückt's aus. Bon dia. Was ist das? Sie haben vergessen, mir zu sagen, wie viel Geld Sie diesen Männern gegeben haben. 500 Mark. Als einmalige Zahlung oder wurde so etwas wie Regelmäßigkeit in Aussicht gestellt? Die haben das Geld eingesteckt und zu Abschied gesagt, in einem Monat sehen wir uns wieder. Die Frage ist, ob ich jetzt jeden Monat 500 Mark geben muss.
wie ein blöder Chinese oder ein Italiener. Das werden Sie natürlich nicht tun. Meine Frau sagt, ich soll. Sie sagt, sollen Sie kommen, sollte ich zahlen und Mund halten. Das ist das Beste. Sie ist Deutsche. Oh, danke. Ich muss noch drüber nachdenken, was die beste Vorgehensweise ist. Das weiß ich auch nicht. Zuerst muss ich rauskriegen, wie die Leute heißen. Das kommt vor allem anderen. Das kann ich Ihnen sagen. Die haben sich vorgestellt? Nein, nicht vorgestellt. Aber die haben mir 100 Briefe geschrieben, wegen Mangel und Strafe. Hier. Die Fußbodenfliesen waren stellenweise nicht abschließend zur Rückwand verlegt. Es befand sich im linken Eingangsbereich eine Spalte von circa 2 cm Breite und circa 2 Meter Länge. Da habe ich den Fliesenleger geholt und für viel Geld machen lassen. Oder hier ist sie. Hier. Der Fischverkaufsstand war nicht allseitig bis den offenen oberen Teil der Verkaufsseite. Das ist doch schwachsinnig. Lernt man im ersten Studienjahr. Nein, nein, nicht so eigenartig. Das macht man nicht. Was macht man nicht? Man lauscht nicht an der Tür. Och, wenn man sowieso nichts versteht, ist das nicht so schlimm. Und wenn Sie glauben, ich reg mich hier pädagogisch auf, dann irren Sie sich. Ich war noch nie so sauer auf Sie wie jetzt. Wenn es Sie beruhigt, es war absolut niemand dabei. Und er wird sich hüten, es jemandem zu erzählen. Das beruhigt mich überhaupt nicht. Was wollen Sie damit sagen? Gesetze sind nur einzuhalten, wenn es Zeugen gibt. Nein, das will ich nicht damit sagen. Wie würden Sie denn einen Anwalt finden, der seiner Gegenpartei Schweigegeld abnimmt? Sie bringen Ihren Mandanten in Teufels Küche. Sind Sie Robin Hood? So was hat mich Zanker auch gefragt. Wer ist Zanker? Der Typ, von dem ich das Geld habe. Ach, der verarscht Sie auch noch. Wir sind hier nicht in der Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Gegend. Sonst müssten wir uns ja alle bewaffnen. Und der Anwalt mit der größten Kanone hat den größten Erfolg. Schwebt Ihnen sowas vor? Nein, sowas schwebt mir nicht vor. Und hören Sie auf, so ein Gesicht zu machen. Als wenn ich übertreibe. Das kann Ihnen gar nicht peinlich genug sein. Es ist mir nicht so peinlich. Ich habe versehentlich den Kopf einer Sprotte verschluckt. Erpressung für einen guten Zweck ist im Strafgesetzbuch nicht vorgesehen. Wenn das bekannt wird, können Sie sich einen neuen Beruf suchen. Und überhaupt, wenn Sie schon so eine Scheiße bauen, kann ich wenigstens erwarten, dass Sie mir nichts davon erzählen. Mit wem soll ich sonst darüber sprechen, wenn ich mit Ihnen? Morgen holt der sich von dem nächsten armen Schwein das Doppelte zurück. Danke. Ist das Ihre Vorstellung von Gerechtigkeit? Herr Liebling, es ist nicht meine Aufgabe, die sozialen oder ethischen Probleme unseres Staates zu lösen, sondern die Interessen meines Mandanten wahrzunehmen. Ach, aufgeblasenes Zeug. Welcher Schwachkopf hat Ihnen denn das erzählt? Es waren Sie. Wortwörtlich. Naja, so schlecht ist es auch wieder nicht. In dem Büro erfährt man aber auch ja nichts mehr. Man ist nicht neugierig. Bin ja auch nicht Mann. Frau Mangold? Ja? Sagen Sie mal was zu diesem Hemd. Ist ein Fleck drauf? Ich möchte wissen, ob es Ihnen gefällt. Die Frage verstehe ich nicht. Ich bin zu einer Party mit etwas jüngeren Leuten eingeladen. Ich räume das dann alles wieder weg. Soll es was Zeitgemäßes sein? Und möchte nicht, dass die mich angucken wie ein Opa vom Dorf. Ja, ich würde das hier nehmen. Ist das nicht ein bisschen einfallslos, das Weiße? Weißes Hemd, Krawatte und Anzug waren immer zeitgemäß und sie werden es immer bleiben. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Hm? Wenn Hainbucher dann vor Gericht will... Was will der? Wer? Hainbucher, so heißt unser Staatsanwalt. Wenn er die Sache tatsächlich anklagt, was er offenbar vorhat, könnte man ein Wort mit dem Richter reden und ihn bitten, den Quatsch abzublasen. Und wenn der es nicht Quatsch findet? Dann gibt's eine Verhandlung. Und dort werden wir mit Hainbucher genau dasselbe machen, was Sie mit dem Gerichtsvollzieher gemacht haben. Bloß ohne Flasche. Wäre schön, wenn ich darüber so hinwegwitzeln könnte wie Sie. Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen uns beiden? Ich sehe mehrere. Es geht um meinen Hals, nicht um Ihren. Um Ihren Hals? Liebe Frau Clemens, selbst wenn Sie verurteilt würden, kämen nicht mehr als 3 Mark Geldstrafe raus. Da habe ich schon was ganz anderes gehört. Von wem? Ich neige nicht zu großen Prognosen. Aber die Gefahr, die Ihnen droht, kann man vergessen. Alle Auslagen
müsste die Staatskasse tragen, trotz der schrecklichen Ebbe, die dort herrscht. Solche Staatsanwälte kommen den Staat eben sehr teuer. Also das klingt, als wollten Sie um jeden Preis meine Laune verbessern. Ja. Und, warum wehren Sie sich dagegen? Oh, nur so. Da sind Sie ja schon wieder. Aber diesmal brauche ich Ihre Hilfe nicht. Und Ihre auch nicht. Was gibt's? Herr Zanker? Falls Sie irgendwelche Auskünfte haben wollen, jetzt ist keine Öffnungszeit. Ich bin überzeugt davon, dass Sie für mich geöffnet haben. Das sollte mich wundern. Wer sind Sie? Ich möchte mit Ihnen über die Schutzgelder sprechen, die ausländische Geschäftsleute an Sie und Herrn Mohr zahlen müssen. Wo ist er übrigens? Sind Sie denn wahnsinnig, Mann? Nicht, dass ich wüsste. Jetzt wird es ernst, Herr Zanker. Tja, ich gehe dann eben mal vor die Tür. Es dauert nicht lang. Ich gehe gleich zurück. Ich wollte da drin kein Theater machen. Aber jetzt darf man ja deutlicher werden. Das ist nett, dass Sie mich nicht bloßstellen wollten. Sie wissen ja gar nicht, was Sie da zusammenreden. Haben Sie irgendetwas in der Hand, womit Sie Ihr beleidigendes Geschwätz belegen können? Oh ja. Wissen Sie eigentlich, dass ich Lebensmittel kontrolliere beim Bezirksamt bin? Mhm. Könnte es sein, dass Sie mich verwechseln? Hören Sie auf, sich dumm zu stellen. Ich bin der Anwalt eines der kleinen Ladenbesitzer, die Sie monatlich erpressen. Das ist ja das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Ich bin Ihnen ein paar Tage hinterhergelaufen und habe eine Liste der Geschäfte zusammengestellt, die Sie abkassieren. Natürlich ist sie nicht vollständig. Etwa die Hälfte der Leute hat Angst, gegen Sie auszusagen. Aber die andere Hälfte ist genug, um Sie zur Schnecke zu machen. Wie heißt denn Ihr Mandant? Der hat einen langen Namen. Das könnte Ihnen so passen, heißt er. Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, soll man nicht viel Worte machen. Das heißt? Nennen Sie mir die Summe und ich will Ihrem Herrn X den Schaden ersetzen. Darf ich das als Geständnis auffassen? Sie dürfen es als Zeichen von gutem Willen auffassen. Und was ist mit den anderen Armschweinen? Müssen die weiterblechen? Sind Sie die UNO oder der Rächer der Enterbten? Ich bin ein Anwalt, der einem Erpresser auf die Schliche gekommen ist und der verhindern will, dass der ungestört weitermacht. Sagen Sie mir die Summe oder nicht? Hören Sie gut zu. Ich werde von heute an regelmäßig die Runde machen und mich bei Ihren Opfern erkundigen, ob sie weiter abkassiert werden. Ob von Ihnen oder Mohr, spielt keine Rolle. Vielleicht sage ich jetzt was Verkehrtes. Wären 3.000 in Ordnung? Es tut mir leid wegen der Verzögerung, aber die Verhandlung hat länger gedauert. Wie geht's denn so? Naja. Ist die Gerichtswelt immer noch ein Irrgarten oder haben Sie die Sache inzwischen ein bisschen im Griff? Es gibt immer noch blinde Stellen, aber dank der Hilfe guter Menschen, wie Sie ja auch einer waren, komme ich halbwegs zurecht. Sind Sie immer noch so überlastet? Das Schlimmste ist, man kann nichts gründlich tun. Sie glauben gar nicht, was für Lächerlichkeiten den Menschen genügen, um vor Gericht zu ziehen. Wenn ich Richter wäre, würde ich mich auf die wichtigsten Sachen konzentrieren und Bagatellzeug so weit wie möglich abschmettern. Das steht leider nicht allein in meiner Macht. Schieben Sie nicht alles auf das Schicksal. Ein Richter muss nur in solchen Verfahren ein Urteil fällen, deren Eröffnung er selber vorher zugestimmt hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie darauf hinaus, dass die Staatsanwälte die größten Prozesshanse sind und ich deren Anklagen öfter nicht zulassen sollte? Das trifft leider auf viele zu, ja. Und vor allem haben Sie einen bestimmten Fall im Auge, stimmt's? Dieser Hainbucher ist ja wohl ein Rechtsfehler auf zwei Beinen. Der kratzt alles zusammen, um eine Anklage hinzukriegen und ist blind für die 100 guten Gründe, die dagegen sprechen. Das kann Ihnen nicht entgangen sein. Reden Sie ruhig weiter. Der will auf Körperverletzung hinaus und dazu noch auf Schwere. Und hat für den Notwehraspekt kein Auge. Der redet von Gewaltpotenzial und sieht nicht, dass es sich um eine friedfertige Frau handelt, die vor Angst fast gestorben wäre. Der redet von termingerechter Ankündigung der Pfändung, ohne zu sehen, dass das für uns überhaupt keine Rolle spielt. Würden Sie mir es durchgehen lassen, wenn ich den statt Hainbucher Heimsucher nennen würde? In einer Verhandlung müsste ich Sie dafür befüllen. Oh. Ja. Wenn Sie unbedingt eine Hauptverhandlung haben wollen, bitte. Aber das wird ein Freispruch. So sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann beklagen Sie sich wieder über zu viel Arbeit.
Es ist noch genauso lehrreich wie damals, Ihnen zuzuhören. Wenn Sie damit fertig sind, suchen Sie mir diese Akten bitte raus und die sortieren Sie ein. Hast du schon mal so was Herzloses erlebt? Am Nachmittag komme ich nach Hause, da ist die Wohnungstür nur angelehnt. Das fand ich schon mal merkwürdig. Da bin ich rein und habe mich neben der Tür in einer Nische versteckt. Da ist ein Vorhang, da steht mein Wein. War was zu hören? Ja, mein Herz hat so laut geklopft, dass ich es gehört habe. Kennen Sie das, wenn die Ohren vor Angst so rauschen, dass man denkt, es regnet? Nee, aber ich kann es mir vorstellen. Also ich habe durch den Spalt geguckt und da habe ich gesehen, wie ein Mann aus meinem Zimmer kommt. So ein primitiver Typ. Zu allem entschlossener Kerl. Zum Glück war er nicht sehr groß. Jedenfalls kommt er vor an meine Flurgarderobe, macht sich daran zu schaffen. War wenig von mir entfernt, steht mit dem Rücken zu mir. Und da bin ich rausgesprungen und hab ihn mit der Flasche über den Kopf gehauen. Bravo. Ja, er fiel gleich um, es war wie im Kino. Ich dachte, es war alles. Aber da gab es ja noch den anderen. Ja, ich will ins Zimmer gehen, um die Polizei zu rufen, da höre ich die Klospülung. Da bin ich gleich wieder hinter meinen Vorhang, hab mich da versteckt und hab dann gewartet, bis der Komplize da aus der Toilette kam und sich dann wirklich über den anderen beugte. Hatten Sie die Flasche noch in der Hand? Ja. Ich hab's dann genauso gemacht und es klappte genauso gut. Na ja, wir hatten ja auch schon Übung. Dann habe ich die Polizei gerufen. Und wissen Sie, was ich gemacht habe, bis die Polizei kam? Nee. Ich habe die beiden mit so einem Klebeband an Händen und Füßen zusammengeklebt. Kennen Sie das? Ja, ist einfach vorbildlich. Sind die Männer vor dem Eintreffen der Polizei noch aufgewacht? Ja, der eine. Aber der hat dann so ein komisches Zeug geredet, als wenn er betrunken wäre. Aber dann kam endlich die Polizei. Ja, beide hatten eine Gehirnerschütterung, Platzwunden und eine Beule. Der eine hat ein bisschen mehr abgekriegt als der andere. Ich weiß auch nicht, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so zugedroschen. Hat die Polizei Ihnen gratuliert oder Sie belobigt? Ja, zuerst ging es ganz locker zu. Ich musste zum Revier ein Protokoll aufnehmen und die beiden wurden zur ersten Hilfe gefahren. Und dann hat man mir mitgeteilt, dass der eine ein Gerichtsvollzieher und der andere ein Zeuge war. Verstehe. Aber ein Gerichtsvollzieher? Oh. Meldet der sich nicht vorher an? Haben Sie keine Nachricht gekriegt? Nein, weil er doch gar nicht bei mir fänden wollte, sondern bei einem Herrn Graditz. Der hat bis vor einem Monat in der Wohnung gewohnt. Um welche Summe handelt es sich denn? Ich verstehe, Sie haben individuelle Tarife. Und Sie denken, auf diese Weise den Namen des aufmüpfigen Kerls rauskriegen zu können. Stimmt's? Hören Sie mal zu, ich will überhaupt nichts rauskriegen. Und hören Sie endlich mit Ihren Unterstellungen auf. Wonach richtet sich Ihr Tarif? Nach der Leistungskraft des Opfers oder nach der Größe seiner Angst? Lassen Sie uns da reingehen. Wollen Sie sich mit mir prügeln? Kommen Sie schon. Und jetzt? Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, soll man nicht viel Worte machen. Das heißt? Nennen Sie mir die Summe und ich will Ihrem Herrn X den Schaden ersetzen. Darf ich das als Geständnis auffassen? Sie dürfen es als Zeichen von gutem Willen auffassen. Und was ist mit den anderen Armschweinen? Müssen die weiterblechen? Sind Sie die UNO oder der Rächer der Enterbten? Ich bin ein Anwalt, der einem Erpresser auf die Schliche gekommen ist und der verhindern will, dass der ungestört weitermacht. Sagen Sie mir die Summe oder nicht? Hören Sie gut zu. Ich werde von heute an regelmäßig die Runde machen und mich bei Ihren Opfern erkundigen, ob sie weiter abkassiert werden. Ob von Ihnen oder Mohr, spielt keine Rolle. Vielleicht sage ich jetzt was Verkehrtes. Wären 3.000 in Ordnung? Es tut mir leid wegen der Verzögerung, aber die Verhandlung hat länger gedauert. Wie geht's denn so? Naja. Ist die Gerichtswelt immer noch ein Irrgarten oder haben Sie die Sache inzwischen ein bisschen im Griff? Es gibt immer noch blinde Stellen, aber dank der Hilfe guter Menschen, wie Sie ja auch einer waren, komme ich halbwegs zurecht. Sind Sie immer noch so überlastet? Das Schlimmste ist, man kann nichts gründlich tun.
Sie glauben gar nicht, was für Lächerlichkeiten den Menschen genügen, um vor Gericht zu ziehen. Wenn ich Richter wäre, würde ich mich auf die wichtigsten Sachen konzentrieren und Bagatellzeug so weit wie möglich abschmettern. Das steht leider nicht allein in meiner Macht. Schieben Sie nicht alles auf das Schicksal. Ein Richter muss nur in solchen Verfahren ein Urteil fällen, deren Eröffnung er selber vorher zugestimmt hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie darauf hinaus, dass die Staatsanwälte die größten Prozesshandel sind und ich deren Anklagen öfter nicht zulassen sollte? Das trifft leider auf viele zu, ja. Und vor allem haben Sie einen bestimmten Fall im Auge, stimmt's? Dieser Hainbucher ist ja wohl ein Rechtsfehler auf zwei Beinen. Der kratzt alles zusammen, um eine Anklage hinzukriegen und ist blind für die 100 guten Gründe, die dagegen sprechen. Das kann Ihnen nicht entgangen sein. Reden Sie ruhig weiter. Der will auf Körperverletzung hinaus und dazu noch auf Schwere und hat für den Notwehraspekt kein Auge. Der redet von Gewaltpotenz.